Viele fragen sich ja immer wieder, wie macht man diesen leckeren, cremigen Tzatziki, den es beim Griechen gibt. Ich habe euch hier mal einen Tzatziki nach einem original griechischen Rezept zubereitet. Er wird anders gemacht, als viele glauben. Und wie er gemacht wird, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Die Zutaten, die ihr für griechischen Tzatziki benötigt, sind 600 Gramm griechischer Joghurt. Nehmt auf alle Fälle griechischen Joghurt, sonst bekommt ihr die Cremigkeit nicht hin. Griechischer Joghurt ist etwas fester als der Joghurt hierzulande und hat mindestens 10% Fett. Weiter eine Salatgurke, zwei Knoblauchzehen oder ein gehäufter Teelöffel Knoblauchpaste, ein Esslöffel Dill, klein gehackt, ein Teelöffel Olivenöl, ein Spritzer Weißweinessig, ein Spritzer Zitronensaft und Salz und Pfeffer. Den Stiel und den Blütenansatz von der Gurke entfernen. Unansehnliche Stellen wegschneiden. Dann wird die Gurke geschält. Nach dem Schälen wird die Gurke klein geschnitten oder am besten durch eine Reibe gerieben. Die klein geschnittene oder geriebene Gurke gebt ihr dann in ein Sieb und lasst sie abtropfen. Damit die Gurke gut entwässert, gebt ihr ein Teelöffelchen Salz hinzu und vermengt das Ganze. Salz entzieht der Gurke noch besser das Wasser. Und wir wollen ja keinen wässrigen, sondern einen cremigen Tzatziki. Und sobald ihr das Salz untergemengt habt, könnt ihr der Gurke schon beim Entwässern zugucken. Während die Gurke jetzt vor sich hin tropft, bereiten wir schon mal den Joghurt vor. Den Joghurt schon mal in eine Schüssel geben. Den Knoblauch fein hacken oder wie hier zu sehen am besten meine Knoblauchpaste nehmen. Alles gut verrühren und die Gurke tropft und tropft weiter vor sich hin. Dann wird es Zeit, dass wir den Rest des Wassers aus der Gurke herausbekommen. Dafür nehmt ihr ein sauberes Küchentuch, gebt die Gurken darauf und presst sie dadurch richtig aus. Und nun schaut mal, was aus der Gurke wird, wenn das Wasser raus ist. Ein Häufchen fast von nix. Wer sich also denkt, eine ganze Salatgurke da dran, ja, der wird sich wundern. Die Gurke gebt ihr jetzt zum Joghurt zu und verrührt schon mal alles. Zitrone, Essig, Olivenöl und Dill dazu. Alles gut verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Vorsichtig mit dem Salz, die Gurken sind ja ebenfalls schon gesalzen. Wenn alles soweit ist, dann einfach nett anrichten und so kann es als Beilage oder als Vorspeise, zum Beispiel mit Toast oder mit Baguette gereicht werden. Weitere Ideen, was ihr mit den Gurken aus eurem Garten alles machen könnt, findet ihr hier oben in dieser Playlist. Das war's von mir, bis hier, tschüss, euer Kalle.